die Dorfbewohner geschrieben und einiges ist ziemlich cool. Pass auf, ich gehe trotzdem mal die Dorfbewohner gucken. Bremer, der alte Clem ist wach. Seid gegrüßt, Held. Ich bin Clem, der alte Schmied. Ich mache Waffen. Wenn ihr mir Himmelsmetall bringt, schmiede ich euch ein magisches Schwert. Es kostet 1000 Gold pro Plus. Ein Plus-3-Schwert kostet also 3000 Gold. Und ich bin erst ein Geselle und kann dadurch allerhöchstens Plus-3-Schwerter schmieden. Wäre auch etwas zu früh für mehr als ein Plus-3-Schwert. Steht in keinem Verhältnis. Schmieden klappt nicht. Ich hatte keine Zeit für Modelle. Im Ernst? Aber die Spieler sollen doch alles anpassen können. Oh Gott, oh Gott. Ich bin Mildred, ein bescheidenes Milchmädchen. Um mir meinen Alltag zu versüßen, träume ich von einem hübschen Edelmann. Stark wie ein Bär, doch sanft genug, um mich stundenlang in seinem starken Arm zu wiegen. Moment, wer redet denn hier? Ihr oder Mildred? Das war Mildred. Und die Prinzessin? Sag doch, dass Mildred ein paar Hops mit einem großen, zappelnden Sack gesehen hat. Das hat sie nicht. Und dass sie echt heiß ist. Oh, der Held nähert sich Horace. Schön. Seid gegrüßt, Held. Ich bin Horace, der größte Dichter unserer Zeit. Möchtet ihr ein Sonett hören? O Sonne, hoch am Himmelszelt, erleuchtet mir vor aller Welt meiner Angebeteten vollendet Gesicht. Ihr schönes, liebliches Gesicht. Was meint ihr? Toll. Das kann ich Gesicht besser. Auf echt? Gesicht. Der beste Dichter unserer Zeit braucht dringend ein Wörterbuch. Okay. Ich glaube, da fehlt nur noch der Torwächter hier. Mhm. Prima. Der Held wird mit Arturo sprechen. Jetzt kommt alles ins Rollen. Seid gegrüßt, Freunde. Aus eurem guten Aussehen und tapferen Auftreten schließe ich, dass ihr die Prinzessin retten wollt. Ich habe gesehen, wie Hobbs, die bösen Diener des Barons, sie verschleppten. Durch das Tor brachten sie sie in die Burg auf den Berg. Ist das alles? Gibt es keine Rätsel zu lösen? Der Held muss herausfinden, wie man auf den Berg kommt. Etwa indem er hochklettert? Ey, nichts verraten. Ich weiß nicht, doch komm hochklettern. Unsere Runde sind gar nicht dabei, ne? Was machst du da? Ich hab geguckt, vielleicht hätte ich das ja aufmachen können. Moment. Klischeehafen. Mhm. Interessant. Oh. Der Held beschloss, zum schaurigen Turm auf den Berg zu gehen. So schaurig ist er doch nicht, oder? Ben, der ist doch von euch, stimmt's? Ja, aber ihr sagtet doch, hübsch. In welchen Abenteuern gibt's hübsche Türme auf Bergen? Ruhe, ihr beiden. Ich mach das schon. Ah, oh. Das wollte ich hören. Wolfies, Wolfies. Da waren ein paar Wolfies.
Oh, da kommen noch ein paar Werwölfe hinzu. Der Held metzelte den letzten Wolf nieder. Diese schwierige Herausforderung war viel spannender als ein paar Hasen. Ziemlich vorhersehbar. Das mit den Hasen ist längst nicht so spektakulär, wenn man merkt, dass man sie nicht bekämpfen kann. Muss es denn immer ums Kämpfen gehen? Ja. Ja, es geht immer um Konflikte. Am allerbesten allerdings ohne viel störende Handlung. Ja. Rein? Kleinen Moment, ja. Ich mache hier gerade mal einen Rundlauf. Ich komme! Echt? Ging aber schnell. So, Turm des Barons. Der Held betrat die Fabrik des Barons. Teddybären. Was machen Teddybären denn hier? Toll, oder? Meine Idee. Süß, hm? Ja, da sind sie. Sehr süß. Wisst ihr, was wir im Schloss des Barons überhaupt nicht wollen? Süße Dinge. Psst, Prinzessin und Baron kommen. Oh Gott, oh Gott. Hilfe! Warum hilft mir denn niemand? Der böse Baron hat mich entführt. Ich bin der böse Baron. Und die Prinzessin wird meine Frau werden. Und all diese Bären machen so böse Sachen, weil sie böse Teddybären sind. Ich heirate euch niemals. Oh, was eine Story. Die Temperamente. Okay. Hier ist eine Truhe. Dann erschien ein weiser Alter vor dem Helden. Aus seiner Truhe. Ratet mal, rief der alte Mann. Nicht eins von euren Rätseln. Die sind zu schwer. Lasst ihn einfach die Truhe öffnen. Wenn alle Triss Tross sind und alle Tross sind Truss, dann sind auch alle Triss logischerweise Truss. Richtig oder falsch? Das ist eigentlich ganz leicht. Gebt ihm einfach das Schwert. Ihr habt meinen Rätsel verdorben. Ich hab ewig dafür gebraucht. Jetzt bekommt ihr das Schwert einfach. Es hätte schwerer sein sollen. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt angelegt habe. Im Unterschlupfladen gibt es etwas Neues. Wollt ihr es euch mal ansehen? Nein, will ich nicht. Neue Waffen liegen für euch bereit. Messer? Wollt ihr vielleicht eine andere Waffe? 30. 30. Aber ich will meine Waffe behalten. Was hat die für einen Wert? Hammer. Ja. Und warum habe ich die nicht? Okay. Benutzen wir die einfach mal. Mal gucken, was dabei rumkommt. Sollen wir weiter oder sollen wir weiter? Ja, weiter. Okay, mal gucken, was jetzt als nächstes auf uns zukommt hier. Eine Tür, die nicht aufgeht. Mhm. Hm. Kommen denn hier auch mal Gegner? Wo müssen wir hin? Ich sehe hier, wenn hier wenigstens irgendwo Pfeile wären, weißt du? Dann hätte man sehen können, wo man hin muss. Oh. Unglaublich. Ich glaube, hier ist ein Hebel. Ich ziehe den mal.
Ja, zieh den mal. Okay, wer hat den Hebel eingebaut? Ich dachte, ihr. Das ist doch Jims Aufgabe. Ja, denken wir uns schnell was aus. Wie wäre es denn mit einem hübschen Schwarm Schmetterlinge? Nee, ich bin mir gerade ein Bier am Einschütten. Schmetterlinge, oh, wie süß. Oh, komm, da kann ich Schmetterlinge schmetterlinge. Wie wäre es mit einem Kampf gegen hohle Männer? Hohle Männer, jetzt schon interessant. Wir sollten Blut fließen lassen. Jo. Hohle Männer. Hohle Männer. Tada. Ich überlasse dir mal den Größteil, ne? Ich überlasse die einfach mal dir. Hinter dir ist noch einer. Aber wenn du Hilfe brauchst, sagst du Bescheid, ne? Nö, ich mach jetzt mal hier. War das du bloß mit deiner Knarre, ne? Weil du brauchst die Knarre ja für. Nee, oder? Bin ich jetzt tot? Als die hohlen Männer besiegt waren, zog der Held weiter. Ich bin, glaube ich, gestorben gerade. Aber du lebst wieder. Ja. Na gut. Naja, dann werde ich dich wahrscheinlich wohl doch ein bisschen mehr unterstützen. Warte mal kurz. Ja. Ach, ja, hat schon gepasst. Ja, hast du schon was weiter aufgefüllt? Mhm. Na gut, komm. Oh. Törichter Held, euer Abenteuer endet hier. Die Monster in dieser Schlucht werden euch verschlingen. Ja. Okay, welche Monster denn? Monster sind was Tolles. Oh, kriegen wir jetzt endlich mal Action hier, oder was? Was sind das denn hier? Oh. Aufheben. Was war das? Legendäres Kondom der Götter. Wir haben ein legendäres Kondom der Götter gekriegt. Jo. Jetzt können wir. Du pimperst gleich die Monster. Oh, der war's. Das gibt's gar nicht. Die kaltblütigen Monster sind. Lena? Ein Huhn? Ja, ich wollte etwas Nettes, aber gleichzeitig auch zum Nachdenken ja, über unsere Beziehung zur Nahrung anregen. Zum Teufel, Bernier. Moment, ich mach das. Oh je. Das ist kein gewöhnliches Huhn. Das ist ein Feuerschwein des Dämonenhuhn. Okay, ein Dämonenhuhn. Wir können jetzt legendär göttlich mit dem Dämonenhuhn. Piesepam. Wer mit Dämonenhuhn? Hast du gehört? Wir haben Hunger auf Hühnchen. Das muss wehtun. Oh, ich dachte, der Held wäre erledigt. Ich kann das Huhn nicht töten. Was soll das denn?